Hallo liebe Freunde, willkommen zu meinem nächsten Kochvideo. Heute mal was richtig Kurzes, was richtig Schnelles und trotzdem Leckeres. Heute gibt es Hühnerstreifen in einer wunderschönen Creme. Dafür nehmt ihr eine Hühnerbrust oder zwei, je nachdem wie viel ihr wollt, schneidet die schön in kleine Streifen und haut die in eine Pfanne. Bisschen Salz, Pfeffer drauf, kann nie schaden, schmeckt immer gut. Bloß nicht übertreiben. Und dann schön anbraten, so dass ihr sie direkt eigentlich essen wollt. Bei Hühnchen bitte immer durchbraten. Wirklich, Leute, bratet es immer durch. Sobald ihr das gemacht habt und diese Hühnchenstreifen dann so aussehen, dass ihr sagen würdet, die esse ich jetzt auch so, zum Beispiel auf einen Salat, geht übrigens auch wunderbar, dann nehmt ihr noch einen Pott Creme Légère. Haut den da einfach drüber, verrührt das Ganze ein bisschen in dieser Pfanne und könnt es dann sogar direkt schon essen. Sollte euch das immer noch nicht genug sein, nehmt ein paar Bandnudeln. Ich habe da diese schönen grünen genommen, die schmecken dazu, finde ich, am besten. Die vorher auf jeden Fall kochen. Also bloß nicht im aus der Tüte raus, ab rein da Zustand, sondern aus der Tüte raus, in kochendes Wasser, da ein bisschen kochen lassen, Wasser abgießen und dann erst in die Pfanne rein. Das Ganze dann auch nochmal ein bisschen verrühren und alles ist gut. Wenn ihr es dann für den nächsten Tag noch aufhebt, so ein bisschen was, dann noch ein kleiner Tipp. Nehmt einfach so eine kleine Auflaufform, packt das Zeug da rein, streut ein bisschen Käse drüber und schiebt das Zeug dann am nächsten Tag in den Ofen. Gibt auch noch einen sehr leckeren Geschmack, schmeckt wirklich echt richtig gut. Und damit habt ihr auf jeden Fall was Leckeres, Schnelles zu essen. Wenn ihr es dann am nächsten Tag in den Ofen packt, übrigens 180 Grad, je nachdem wie gut euer Ofen ist und wie viel es ist, zwischen, naja, ich sag mal 10 Minuten und 20, da solltet ihr dann mal gucken, je nachdem wie der Käse oben aussieht. Wenn der schön goldbraun ist, dann könnt ihr das Zeug auf jeden Fall direkt essen. Das war's dann auch schon. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Es ging nicht lange. Es ist auch ein sehr einfaches Essen, was ihr da zubereiten könnt. Und ihr wisst ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Sollte euch mein Kanal gefallen, was ich jetzt erstmal hoffe, lasst ein Abo da, euch kostet es nichts, mir hilft es ohne Ende. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Guten Appetit und ciao!